Herr Nunzius, was nehmen Sie aus Ihrem Besuch, oder von Ihrem Besuch hier in Linz mit? Ja, da muss ich sagen, also sehr viel, sehr viel. Ich wurde reich beschenkt. Also einmal die liebe Einladung von Bischof Ludwig, mit dem Konsistorium zusammenzukommen, mit seinen engsten Mitarbeitern, die mir einen wunderbaren Einblick und Überblick auch gegeben haben, also der Zeit entsprechend, über die große Tätigkeit, pastorales Engagement, das hier in der Diözese Linz stattfindet, geleistet wird, auch ehrenamtlich, und von dem man vielleicht nicht immer alles mitbekommt, wenn man nur eine gewisse Presse liest. Ich muss sagen, das war also wirklich großartig, wie die Leute spontan mir ihr Herz geöffnet haben, von ihrer Arbeit erzählt haben und mich teilnehmen ließen. Das ist ja diese Partizipation, die Teilnahme. Und als Nunzius, glaube ich, habe ich auch diese Aufgabe, dass ich teilnehme an den Sorgen und Nöten der Kirche, die in einem Lande pilgert, und versuche von meiner Seite eben auch als Brückenbauer zwischen Rom und der Ortskirche meinen Teil zu leisten, beizutragen. Und dafür ist natürlich die Information, das Gespräch, der Dialog, das Miteinander teilen unglaublich wichtig. Das war also erstens einmal großartig, auch dann das Mittagsmahl zusammen, das wir gefeiert haben und genossen haben. Das war also ein großer Tag, ein Erlebnis, würde ich sagen, für mich. Und jetzt dieser Abschluss hier, diese unglaublich fantastische Kathedrale, die hätte ich mir gar nicht vorgestellt. Und der Dompfarrer hat uns ja so schön und so gut eingeführt und uns die großen Linien gezeigt, die Geheimnisse, wie die auch miteinander in Verbindung stehen. Und ich glaube, das ist eine gute Katechese, die auch dem Nunzius gut tut, von Zeit zu Zeit. Das heißt, Sie gehen mit einem positiv gestärkten Herzen zurück. Ja, ich gehe wirklich mit einem positiven Herzen und gestärkt zurück und auch im Bewusstsein, dass ich nicht allein bin in dieser Aufgabe und dass ich nicht allein gelassen werde, das habe ich schon also gespürt. Also die Leute sind bereit zu helfen und ich glaube, dass gerade in diesem Miteinander, dass wir den Weg finden werden. Und ich glaube, das ist auch der Weg, den uns der Herr vorgezeigt hat, ihm nachzufolgen, aber miteinander. Nicht jeder allein oder durch in einer kleinen Gruppe, sondern wir sind hier die Familie Gottes. Übrigens ein Begriff, den ich in Afrika ein bisschen aufgenommen habe, die Kirche als Familie. Ja, das ist ja sehr schön, das ist ja sehr erlebenswert in Afrika, wenn man das immer wieder sieht, wie gerade die Kirche da sich als Familie darstellt, erlebt, feiert. Die Messen, die etwas länger dauern als bei uns, nicht? Also 4-5 Stunden und noch mehr. Aber eben in diesem Geiste der Familie, das Miteinander, nicht? Und nicht gegeneinander. Ich danke herzlich. Danke Ihnen auch. Alles Gute. Danke.